Was tut sich in der Welt der Fußballschuhe? Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars gibt's jetzt in der neuen Folge der Fußballschuh-News. So wünscht man sich das. Willkommen zu einer neuen Folge der Fußballschuh-News. So viel, wie sich aktuell tut in der Welt der Fußballschuhe, ist lang nicht mehr passiert. Heute natürlich mit am Start der neue Kylian Mbappé Signature-Schuh. Neue Eindrücke zu einem Adidas-Pack, das sehr, sehr heftig ist. Und auch ein paar ganz, ganz spezielle Fundstücke, wo man mal genauer hingucken muss, was vielleicht auch der ein oder andere Magen nicht ganz so gut gefällt. Das schauen wir natürlich jetzt gemeinsam an. Ich würde sagen, genug gelabert. Let's go mit den Fußballschuh-News. Bevor ich es vergesse, Leute, wir lösen natürlich heute noch das Gewinnspiel auf. Zu diesem Fußballschuh hier unterschrieben von Kingsley Coman. Das Ganze wird am Ende vom Video aufgelöst. Seid also auf jeden Fall gespannt. Wir starten jetzt aber rein in die heutige Folge der Fußballschuh-News. Starten wir also rein in die neue Folge der Fußballschuh-News. Und natürlich wollen wir über diesen Fußballschuh hier sprechen. Den brandneuen Signature-Schuh von Kylian Mbappé, den Nike Superfly 9 KM. In einem wirklich sehr, sehr auffälligen Colorway. Ich hoffe natürlich, diesen Schuh kennt ihr aus dem Unboxing-Video und natürlich auch Playtest. Wenn nicht, unbedingt abchecken. Da gibt es alle Infos, was hinter der Optik steckt und ja, was meine Meinung zu diesem Fußballschuh ist. Definitiv optisch ein sehr spannender, der neue Schuh von Kylian Mbappé, der dann auch am Dienstag in der Champions League zum Einsatz kam, am Fuß von ihm. Wir sehen ihn hier, den lila Nike Superfly 9 von Kylian Mbappé. Sieht tatsächlich deutlich cooler aus, als ich erwartet hätte. Vor allem auch im Close-Up, muss man sagen, sieht der Schuh on-feet schon wirklich sehr, sehr stark aus. Bin auch positiv überrascht von der Optik, muss mich so ein bisschen dran gewöhnen. Am Anfang war ich nicht so ein großer Fan. Desto länger man aber betrachtet, desto krasser wird er meiner Meinung nach. Das ist, wie gesagt, sein neuer Signature-Schuh. Den könnt ihr euch natürlich auch bei dein-fußballschuh.de bei unseren Absolute Teamsport Deals sichern. Findet ihr unten verlinkt. Schaut dort gerne vorbei, falls ihr euch diesen Fußballschuh hier sichern wollt. Ist limitiert, also nicht wundern, wenn er dann irgendwann ausverkauft ist. Bleibt natürlich spannend, ob das soweit kommt, je nachdem, wie der Schuh ankommt. Aber wie gesagt, sehr, sehr krass zu sehen, dass Kylian Mbappé vor Cristiano Ronaldo zu diesem Schuh, zum Superfly 9, einen eigenen Signature-Schuh bekommt. Da sieht man ganz klar immer mehr Fokus Kylian Mbappé und nicht mehr Cristiano Ronaldo. Bin aber auch gespannt, wann der CR7-Schuh endlich rauskommt zum Superfly 9. Da wisst ihr natürlich, wenn es ja Infos gibt, dann hier auf dem Fußballschuhkanal Nummer 1. Also unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Kommen wir zu einem richtig krassen Pack, zumindest meiner Meinung nach. Und zwar hat New Balance ein First Edition Pack gedroppt zum neuen New Balance Freerun und auch neuen New Balance Tequila. Zwei neue Schuhe aus dem Nichts bei New Balance in einem sehr, sehr heftigen schwarz-goldenen Colorway. Finde ich ultra stark, bin ich ultra gehypt drauf. Ich hoffe, dass ich die Schuhe für euch noch bekomme, dass wir das Ganze hier im Unboxing bzw. im Playtest für euch auch haben, der neue New Balance Freerun V7. Bin sehr gespannt, habe riesen Erwartungen an den Fußballschuh, weil ich ein riesen Fan war vom New Balance Freerun V6 Plus. Das heißt, da ist der Druck auf jeden Fall da und auch der Tequila sieht wirklich sehr, sehr spannend aus, der Laceless Fußballschuh. Da bin ich ultra gehypt drauf, finde optisch extrem stark gemacht von New Balance, habe ultra Bock, den Schuh wie gesagt zu testen. Hoffe, das Ganze funktioniert, weil das ist First Edition, also limitiert. Wird natürlich für euch dann die Infos auf diesem Kanal kommen, aber natürlich bald auch ein regulärer Drop zum neuen Sadio Mané oder Raheem Sterling Fußballschuh. Den werden wir natürlich dann für euch im Review haben. Seid also auf jeden Fall gespannt. New Balance, wie gesagt, ihre neue Generation gedroppt. Bin ultra gehypt und ich denke, dass der Fußballschuh den einen oder anderen definitiv überraschen wird. Kommen wir zu Jadon Sancho, der ja immer mehr jetzt wieder zurück in seine Form findet und generell auch Manchester United, kann man sagen. Aber wenn man mal genauer hinguckt bei seinem Fußballschuh, fällt da ein bisschen was auf, denn er hat hier einen kleinen Customized-Fußballschuh gemacht, indem er ein Loch an die Hacke bzw. die Socke gemacht hat. Sieht auf jeden Fall sehr auffällig aus und wird auch Nike nicht ganz so krass gefallen, da bin ich mir relativ sicher. Komm, es macht wenig Sinn. Man weiß auch, was dahinter steckt. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, dass beim Superfly 9 an der Socke es häufig diesen Knick gibt, an dem man dann auch ja, Blasen bekommen kann. Habe ich auch in meiner Testphase festgestellt. Habe den Schuh in vier verschiedenen Colorways getestet. Bei einem davon hatte ich ja wirklich krasse Probleme, was den Socken angeht. Bei den anderen hat es sich beim Einlaufen dann gelöst. Nichtsdestotrotz würde es vielleicht sogar mehr Sinn machen, hier einfach den Vapor zu spielen. Der hat keine Socke, da ist die Blasenbildung deutlich geringer. Wie gesagt, ist aber Fußtyp abhängig, ob man hier Probleme hat oder nicht. Bei Jadon Sancho sieht es auf jeden Fall so aus. Geht natürlich gleich weiter mit den Neuigkeiten aus der Welt der Fußballschuhe, aber ich habe hier nochmal zwei spannende Pakete bekommen.
Ich hoffe, man kann es erkennen. Match the Nutrition, denn ihr habt es hoffentlich schon auf Instagram gesehen. Oh, neue Geschmacksrichtung vom Boostin gelauncht. Blue Res und was haben wir hier noch? Den kennt ihr schon, Apple Shoes. Hier haben wir nochmal alles mit am Start. Hier ist noch die neue Sorte fürs Refuel Lime und die fehlende Geschmacksrichtung für den Boost Iced Tea Lemon, mein absoluter Favorit. Die neuen Produkte von Natural Nutrition sind nämlich jetzt online. Ich durfte die schon vorab testen. Bin ein riesen Fan vom Refuel und vom Riegel. Refuel neue Geschmacksrichtungen, die sind richtig, richtig geil. Vor allem Lime finde ich sehr, sehr geil als Limette. Und beim Boost habe ich den Iced Tea Lemon schon probiert. Den feiere ich ultra. Boost ist ja vor dem Training, dass man mehr Energie hat und quasi wacher fürs Training ist. Das ist für alle, die natürlich mal vom Training wieder ein bisschen schwere Beine haben oder nicht ganz so wach sind. Da nehme ich es ab und zu. Ich muss aber sagen, ich bin eher beim Team Refuel und Riegel. Ihr findet aber alle Produkte unten verlinkt. Gibt es auch Rabattcodes für euch und natürlich Probierpakete, falls ihr euch die Produkte von Natural Nutrition sichern wollt. Bin ja riesen Fan von den Riegeln, die man einfach vorm Training nehmen kann. Denn ihr kennt es, mit Hunger trainieren ist immer schwierig. Da sind die Riegel perfekt. Kohlenhydrathaltig, sprich Energie fürs Training. Vor dem Training gibt es dann den Boost, dass man länger spielen kann, mehr Explosivität hat, mehr Sprints und so weiter. Und für nach dem Training den Refuel, damit man keinen Muskelkater hat und am nächsten Tag wieder trainieren kann. Finde ich auf jeden Fall sehr geil. Die Geschmacksrichtungen sind, falls ihr das Ganze probieren wollt, findet den Link unten in der Beschreibung. Kommen wir zum ersten Bildmaterial, zum kommenden Adidas Pack, was wirklich sehr, sehr stark aussieht, meiner Meinung nach. Und zwar ein ultra heftiges silbernes Colorway hier am Fuß von Heung-min Son. Sieht sehr stark aus zum neuen Adidas X Speed Portal. Soll wohl das nächste Pack sein, kein reguläres Pack, also kein Main Pack, sondern quasi einfach so ein kleines limitiertes Pack. Sieht aber sehr stark aus, vor allem Silber kann man generell eh nicht viel falsch machen. Ich muss sagen, finde die Optik sehr, sehr cool. Erinnert schon so ein bisschen an den Al-Rila Matchball zur WM 2022. Sprich, das wird auch so ein bisschen Teaser sein auf das reguläre Main Pack. Haben wir ja auch schon Bildmaterial gehabt. Da bin ich mir sicher, dass Adidas dieses Mal wieder sehr stark abliefert. Hab auf jeden Fall Hoffnung. Man muss sagen, der erste Teaser zu diesem neuen Pack sieht schon wirklich sehr, sehr stark aus. Ihr kennt ihn natürlich, den Puma Ultra Ultimate. Wir waren ja auch beim Launch-Event in München zusammen mit Kingsley Coman, Geraldo Becker und Jeremy Frimpong durften wir mit den Spielern drehen, um alles über diesen neuen Fußballschuh herauszufinden. Und jetzt ist auch ein Spieler damit aufgelaufen, die wohl weniger auf dem Schirm hatten. Marco Reus, ich blende es euch aber mal ein und was fällt auf, er spielt auch diesen Fußballschuh tatsächlich laceless. Also sehr, sehr spannend. Er hat in älteren Future auch mal laceless gespielt. Ich schätze aber, dass Puma da langsam sich hier Druck gemacht hat. Er soll bitte den aktuellen Schuh tragen und jetzt hier den Ultra als laceless Schuh. Ist aber auf jeden Fall angepasst. Die Socke ist deutlich höher. Das heißt, so ein bisschen eine Mischung aus zwei Fußballschuhen. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da genügend Halt hat, aber Marco Reus, glaube ich, fühlt sich laceless deutlich wohler. Sieht am Fuß eigentlich recht cool aus, muss ich sagen, aber man kann sehen, dass es eigentlich auch mit Schnürung gedacht ist. Man sieht die Schnürung noch am Schuh untergebracht. Nichtsdestotrotz, Marco Reus und laceless, das ist schon immer, glaube ich, die Liebe schlechthin gewesen. Deshalb mal gucken, ob er das jetzt weiterhin durchzieht oder wieder zurückwechselt auf seinen früheren Puma Future. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Wir schauen definitiv genauer hin. Kommen wir zu James Rodriguez, der hier tatsächlich den sehr, sehr coolen Adidas 50 Remake Fußballschuh beim X-Speed Portal am Fuß trägt. Finde ich sehr, sehr geil. Ist ja ein limitiertes Adidas Pack. Hatten wir ja für euch auch schon im Blog-Eintrag das Speed Legacy Pack. Das legendäre Colorway von der WM. Sieht sehr, sehr cool aus am Fuß. Der Remake-Schuh von Adidas auf jeden Fall auch sehr, sehr stark umgesetzt. Falls ihr dazu mehr Infos haben wollt, findet ihr natürlich auch unten verlinkt. Da haben wir schon einen Blog-Eintrag für euch geschrieben, um alle wichtigen Infos zu diesem Fußballschuh natürlich in einem kleinen Infobeitrag für euch zusammenzufassen. Genauso, wenn ihr euch den Fußballschuh natürlich sichern wollt. Kommen wir, wie versprochen, zur Auflösung des Gewinnspiels zum Kingsley Coman Fußballschuh. Ich hoffe natürlich, ihr habt es mitbekommen, wir waren ja in München und durften da Kingsley Coman treffen und haben natürlich dann auch an euch gedacht, haben einen Schuh von ihm signieren lassen, um den dann natürlich an euch zu verlosen. Das hat letzte Woche stattgefunden, jetzt ist aufgelöst. Und zwar habe ich natürlich wieder geguckt, welche Zuschauer sind aktiv. Die hatten dann die Chance, hier zu gewinnen. Und es ist einer, der tatsächlich schon mal was gewonnen, aber weil er einfach aktiv ist und immer wieder mit am Start. Glückwunsch an Laurenz Burchardt. Du hast den Fußballschuh von Kingsley Coman gewonnen. Einen davon, der geht raus an dich. Aber für all die natürlich trotzdem noch mitmachen wollen oder den Schuh trotzdem sich noch sichern wollen, wir haben ja gesagt, einen verlosen wir hier auf YouTube, den anderen auf Instagram. Das Gewinnspiel geht heute auch noch live. Also schaut dort gerne vorbei. Mein Instagram-Profil findet ihr unten verlinkt. Falls ihr da nochmal mitmachen wollt,
Dort gibt es den Kings League Oman Fußballschuh dann auch nochmal zu gewinnen. Deshalb unbedingt vorbeischauen. Das war's auch schon wieder zur heutigen Folge der Fußball-Schuh-News. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Das Ganze natürlich kostenlos, genauso wie abonnieren und die Glocke aktivieren. Damit unterstützt ihr meine Arbeit enorm. Ihr wisst natürlich, mein Ziel sind die 100.000 Abonnenten. Nächstes Ziel sollten wir hoffentlich schnellstmöglich schaffen, sind die 70.000 Abonnenten. Da gibt es natürlich dann auch schon wieder das nächste Gewinnspiel. Seid also auf jeden Fall gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.